Biedermänner und Brandstifter. Sie heizen ungeniert die Stimmung auf. Wie, das können wir insbesondere seit den Übergriffen zu Silvester in Köln beobachten. Die Folgen bekommen vor allem Muslime zu spüren. Am Kölner Dom werden wir euch aufhängen. Nicht nur eure Moscheen werden brennen, auch eure Frauen. Und ihr werdet dabei zugucken, ihr dreckigen Moslemschweine. Solche offenen Morddrohungen gehen jeden Tag bei muslimischen Verbänden und Medien ein. Weil viele der Tatverdächtigen von Köln aus Nordafrika stammen, stehen alle muslimischen Flüchtlinge jetzt unter Generalverdacht. Caroline Walter und Christoph Rosenthal zeigen, wie Flüchtlinge selbst die Ereignisse von Köln sehen. Überraschende Ein- und Ansichten. In dieser Berliner Turnhalle leben hunderte männliche Flüchtlinge auf engstem Raum, vor allem Muslime. Friedrich Kiesinger leitet seit 5 Monaten die Unterkunft. Er hatte erst große Bedenken, doch er wurde positiv überrascht. Die Erfahrungen sind, dass wir keiner großartigen Streitereien hatten, dass die Männer hilfsbereit waren, dass die Männer, die Frauen, die von uns hier eingesetzt sind, ehrenamtlich oder professionell, also zu 99,5% achten. Insgesamt waren hier rund 23.000 Flüchtlinge untergebracht. Die vielen weiblichen Helfer wurden bisher weder begrapscht noch belästigt. Susanne, die ehrenamtlich das Bettzeug in der Männerhalle ausgibt, fühlt sich hier sicher. Sie hat nie Angst gehabt. Ich hatte hier schon viele schöne, herzliche Begegnungen. Und tatsächlich gibt es auch Sachen, die ich an deutschen Männern vermisse. So. Also ich kann hier nichts tragen, ohne dass mir das sofort jemand abnimmt. Es sind viele Gentlemen dabei. Wir wollen mit muslimischen Flüchtlingen über die Vorfälle in Köln diskutieren. Statt der erwarteten 5 sind fast 50 Männer gekommen. Das Thema bewegt sie sehr. Besonders die Behauptung, die sexuellen Übergriffe hätten mit dem Islam und seinem Frauenbild zu tun. Diese Leute, die das gemacht haben, sind nicht normal. Dieser ganze Mob hat mit dem Islam nichts zu tun. Wir als Araber und Muslime verachten diese Typen und wollen sie weder hier noch bei uns haben. Denn die Kriminellen hätten Alkohol getrunken, gestohlen und fremde Frauen angefasst. Das alles sei im Islam nicht erlaubt. Dieser Syrer erinnert uns an den Fall des Flüchtlingsjungen Mohammed. Ein Deutscher hatte das Kind entführt und umgebracht. Der Deutsche, der Kinder vergewaltigt und getötet hat. Würdest du da betonen, das war ein deutscher Christ? Nein, das hat eben nichts mit Religion zu tun. Die Männer in der Runde fordern alle harte Strafen für die Täter der Silvesternacht. Als wir ihnen Bilder von leicht bekleideten deutschen Frauen zeigen, sind sie amüsiert über unser Vorurteil, sie würden ihre Frauen unterdrücken. Wie selbstbestimmt seine Ehefrau ist, das hat er gerade erlebt. Meine Frau hat in Syrien ein Kopftuch getragen. Und in Deutschland hat sie gesagt, ich will jetzt keins mehr tragen. Und jetzt hat sie kein Kopftuch mehr. Ich liebe sie aber immer noch und hänge sehr an ihr. Später will er uns seine Frau vorstellen. Aber sie läuft weg. Vor die Kamera traut sie sich doch noch nicht. Auch die Frauen in der Asylunterkunft beschäftigen die sexuellen Übergriffe an Silvester. Was in Köln passiert ist, finden wir furchtbar. Wie jeder. Weil dieses Verhalten ist wirklich schlecht. Und auch in Syrien ist das ein Verbrechen. Randa ist eine moderne Syrerin aus Damaskus. Sie fühlt sich durch den Islam nicht in ihren Rechten eingeschränkt. I'm Muslim. No problem. Ich bin Muslima und habe keine Probleme. Ich kann alle studieren, was ich will. Ich kann überall hinreisen, auch allein. Ich habe gearbeitet. Nur der Krieg hat alles verändert. Hard work. But war changed everything. Auch Anut ist aus Syrien und genauso emanzipiert, trotz Kopftuch. Sie hat als Lehrerin gearbeitet. Es ist meine Entscheidung, das Kopftuch zu tragen. Ich mag es einfach. Ich mache mir auch nichts daraus, was andere dazu sagen. Alle am Tisch erzählen, dass Frauen in den Dörfern ihrer Heimat weniger Freiheiten haben als sie. Und vor allem dort, wo radikale Islamisten das Sagen haben. Wir fahren nach Sachsen. Hier leben viele muslimische Asylbewerber aus Nordafrika, über die jetzt alle reden. Sie fallen verstärkt durch kriminelles Verhalten auf, schon seit langem. Peter Rausch leitet eine Asylunterkunft in Bautzen mit viel Engagement. Der Großteil der Flüchtlinge macht keine Probleme, aber 10-15% kosten Rausch den letzten Nerv. Sie werden straffällig und randalieren im Heim.
Doch das wollte bisher keiner hören. Ja, mich ärgert es, dass man jetzt nach den Vorfällen von Köln plötzlich auf den Trichter kommt, dass die Tuneser und Marokkaner, man muss es leider Gottes so sagen, nicht nur Gutes im Schilde führen. Da braucht man keine Statistik, dass die, was die Kriminalität anbetrifft, ganz vorne sind. Da hätte man vor einem Jahr einfach mich fragen können, sich vor einem Jahr schon sagen können, ohne Experte zu sein. Mohamed kommt aus Tunesien, ist 27 Jahre alt. Er hat schon einige Straftaten begangen: Ladendiebstahl, Betrug und Beleidigung. Sexualdelikte waren nicht dabei. Er ist auf Bewährung und muss eine Strafe in Raten abbezahlen. Er habe Fehler gemacht, sagt er. Seine Erklärung dafür ist absurd. Der Syrer bekommt nach 3-4 Monaten seinen Aufenthalt, Arbeit und Wohnung. Dann muss der auch nicht klauen. Aber einer wie ich, der kriegt das alles nicht. Dass man als Tunesier hier fast keine Chance auf Asyl hat, anders als Kriegsflüchtlinge, will er nicht akzeptieren. Schau mal, was in Tunesien abgeht. Jungs mit 18, 20 Jahren, die können nicht mal lesen und schreiben. Die sind arbeitslos und kennen nur Korruption. Und du erzählst mir, in Tunesien ist alles gut? Tunesien ist kaputter als Syrien. Er würde lieber arbeiten, meint er, statt seit 1,5 Jahren nur herumzusitzen. Wenn Frust und Alkohol zusammenkommen, rastet er manchmal aus. Heimleiter Rausch hat gerade Neuzugänge bekommen. Dieser Tunesier will aber nicht hierbleiben. Es gefällt ihm nicht. Er plant schon, den nächsten Bus zu nehmen. Die Pflicht, sich ständig in dem Landkreis aufzuhalten, wo man untergebracht ist, wurde abgeschafft. Das hat Folgen, gerade bei kriminellen Asylbewerbern. Residenzpflicht aufheben war für mich persönlich mit der größte Fehler. Sie haben überhaupt keine Kontrolle mehr, wer wo ist. Auch wenn die Polizei kommt und sagt, wo ist XY? Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Residenzpflicht ist aufgehoben. Der kann sich in Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder Bremen aufhalten. Ich weiß es nicht. Die Polizei weiß es auch nicht. Der Tunesier Fauzi gehört auch zu denen, die Probleme machen. Er ist schon 2 Jahre hier. Gleich am Anfang war er an einer Körperverletzung beteiligt. Er und 2 andere Tunesier gerieten am See mit einem Deutschen in Streit. Dabei hat ein Tunesier mit einer Flasche zugeschlagen. Weil Fauzi dabei war, muss er sich vor Gericht verantworten. Doch erst jetzt, fast 2 Jahre nach dem Vorfall, findet der Prozess gegen ihn statt. Mittlerweile hat Fauzi noch weitere Anzeigen kassiert, wie er uns zeigt. Wegen Beleidigung, zigmal Schwarzfahren und Ladendiebstahl. Meine Anzeigen, das sind doch zu 80-90% nur kleine Diebstähle. Essen, Zigaretten, Kleidung. Und so eine Jeans kostet 70 bis 100 Euro. Selbst wenn du ein Jahr hier bist, kannst du dir das nicht leisten. Auch Fauzi redet sich damit heraus, dass es die Syrer besser hätten als er. Ich habe mir die Realität ganz anders vorgestellt. Nicht, als ob ich hier ins Paradies komme, aber ich habe gehofft, wenigstens das Recht zum Arbeiten zu bekommen. Er müsse ja auch noch Geld nach Hause schicken. Dass andere Flüchtlinge in derselben Situation sind und ohne zu stehlen mit dem Asylgeld auskommen, darauf hat er keine Antwort. Gegenüber seiner muslimischen Familie in Tunesien ist er nicht ehrlich. Wissen Ihre Eltern, dass Sie hier Straftaten begangen haben, dass es einen Gerichtsprozess gibt? Nein, das wissen Sie nicht. Wie würden Ihre Eltern reagieren? Sie wären sehr traurig. Angst vor der Abschiebung hat er nicht, denn er besitze ja keinen Pass. In Europa hat er schon in vielen Ländern illegal gelebt. Ich gehe nicht nach Tunesien zurück, selbst wenn sie mich dahin zurückschicken. Nach 1-2 Wochen bin ich wieder hier. Fauzi will sich jetzt an die Gesetze halten. Immerhin hat er sich offen unseren Fragen gestellt. Heimleiter Rausch kann nicht nachvollziehen, warum Straftaten nicht schnell vor Gericht landen. Die träge Justiz verhindert so hartes Durchgreifen. Die Leute, die ganz viel Dreck am Stecken haben, werden nicht abgeschoben, denn da ist ja irgendein Prozess anhängig, der irgendwann im Jahr 2029 dann irgendwann mal kommt. Und solange das läuft, werden sie nicht abgeschoben. Und so bringen wenige Kriminelle, die man gewähren lässt, alle anderen Flüchtlinge in Misskredit. Dass die Ereignisse in Köln nichts mit den Grundsätzen des Islam zu tun haben und in der arabischen Welt ebenso scharf verurteilt werden wie bei uns, das ist die Position der Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Das Interview, das wir mit ihr geführt haben, das können Sie sehen und hören auf unserer Homepage www.kontraste.de.